Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy VII für die PS1. Im letzten Part haben wir hier unten die Höhle der Gi betreten und wollen uns da jetzt weiter auf den Weg machen, die zu durchqueren. Weil Bugenhagen hat gesagt, er möchte hier Nanaki was zeigen. Und ja, das wollen wir doch auch sehen. Also dann. Ah ja, und hier sehen wir jetzt auch den Giftstatus, den unser normaler Angriff mit Cloud jetzt bringt. Sind also doch nicht immun gegen Gift, sondern nur resistent oder sonst was. Oder der Status triggert halt nicht zu 100%. Kann ja auch passieren. Also, dass das vom Spiel so gewollt ist. Wie auch immer. Auf jeden Fall finde ich das ziemlich nice, dass jetzt hier die Angriffe von Cloud Giftstatus verursachen. Das ist verdammt praktisch. So. Und wir sammeln hier unten echt gut Kohle. Finde ich super. Okay. Dann hier lang weiter. Was hast du jetzt noch? Wie du siehst, führt diese Höhle zum Ende des Cosmo Canyon. Wir hatten Pech, dass die Gi mächtiger als wir waren. Wenn sie hier angegriffen hätten, hätten wir keine Chance gehabt. Gehen wir weiter. Okay, gehen wir weiter. So. Ach. Das Ding. Yay. So, diese fünf na, Tunneleingänge. Sind alle woanders hin. Ich weiß nicht, wie sie das machen, weil die sind ja alle in der gleichen Wand, aber hey, irgendwie schaffen sie das. Ich weiß leider nicht, welcher wohin führt. Na, da. Das muss ich nochmal gegentesten. Damit ich auch wirklich alles mitnehme, was hier zu finden ist. Aber das sollte ja nicht das Problem sein. So, okay, der dort ganz außen führt mich hier nur ganz nach außen. Der führt mich hier durch. Will ich noch nicht. So, der führt mich ab. Moment, wo führst du mich hin? Hallo? Du führst ins Leere? Okay. Na dann. Gut, dann sind die 2 und die 4 quasi die, wo man durch kann. Dann kommt der Weg, mit dem ich unten an die Schatzkiste rankomme, doch erst später. Da war ich mir nicht mehr sicher. Aber gut. Dann ist das halt so. Und dann wird das auch so passieren. Okay, der dürfte jetzt auch weg sein. Ja, sehr schön. Der olle Schleicher. Der Schmidtchen-Schleicher. Mit den elastischen Beinen. Wer von euch das versteht, der hat wahrscheinlich Eltern, die Schlager der 70er Jahre hören. Genau wie ich. Gut. So, in diesen Spinnennetzen kommt immer dieser Stinger. Das ist ein Forced Battle. Der ist nicht random. Der ist hier als Event gesetzt. Oh, sehr schön vergiftet. Das mag mir gefallen. Gucken, kriegen wir den so ordentlich schnell weg? Stichbombe macht so viel Schaden, das ist so böse. Ja, dann nochmal auf Cloud, okay. Dann hier auch nochmal ein Limit hinterher, falls der geölte Blitz nicht reichen sollte. Okay, recht, gut. Ja, die Stichbombe ist echt böse, macht ordentlich Schaden. Ja, deswegen sollte man wirklich versuchen, zu dem Zeitpunkt möglichst auf vollen HP zu sein. Ansonsten wird das echt mies. So. Okay.
Dann haben wir jetzt noch ein Item. Und zwar finden wir hier einen X-Trank, der uns komplett voll heilt. Sehr schön. Gut, und dann erstmal noch ein Kampf. Aber das ist diesmal kein Stinger. Weil das Spinnnetz ist ja weg. Nee, das lohnt sich nicht, da jetzt ein Limit rauszuschmeißen. Für den einen Gegner hier. Das machen wir jetzt mal ohne Cloud. So, ganz einfach. Ja. So, so. Okay, Dankeschön. Sehr gut. Dann haben wir das auch erledigt. Wieder eine Rauchbombe bekommen. Na gut. Warum nicht? So, dann wollen wir hier hoch. Und da sehen wir schon wieder ein Spinnennetz. Da haben wir also wieder einen Stinger vor uns. Hier lohnt sich der Klingenstrahl. Jetzt lohnt er sich wirklich. So, und zack. Der kriegt ordentlich Schaden. Die anderen kriegen jetzt auch noch mal ein bisschen was an Schaden ab. Wunderbar. So will ich das sehen. Okay, alle vergiftet hier. Meine Reihe. Naja. So, auf jeden Fall sind die Gegner hier gleich alle tot. Jeder noch eine Attacke und dann war's das. Also jeder hält noch eine Attacke aus. Muss noch eine Attacke abkriegen. So rum. So, gibt wieder ordentlich Erfahrung. Ich weiß nicht, warum diese Schlangen so extrem viel Erfahrung bringen, weil die sind sehr leicht zu besiegen. Aber ich werde mich nicht beschweren. Macht das Training leichter. So, wieder hochheilen, weil wir haben ja jetzt hier wieder einen Stinger gegen uns. Der ja wieder die... Wie hieß das Ding? Stichbombe? Einsetzen kann. Und das wird mir ansonsten ein bisschen zu heftig. So, hauen wir mal ein Erkennen drauf. 25, okay. 2200 Leben. Okay. Das kriegen wir hin. So, dann weiß ich da auf jeden Fall, mit wie viel ich rechnen muss. So, ich glaube, so langsam werde ich jetzt mal hier eine Heilung auf Yuffie setzen. Nicht, dass die jetzt gleich... Ah, okay. Red kriegt die Stichbombe ab. Was mir jetzt gerade ganz recht ist. Weil wenn Yuffie die mit dem Schaden abbekommen hätte, das wäre schlecht ausgegangen. So, dann wird Red nochmal geheilt. Ah, die macht prozentualen Schaden. Okay. Das wusste ich gar nicht mehr. Dann ist das ja kein Problem. Ich dachte, die macht einen Festschaden. Na dann. Dann habe ich nichts gesagt. Dann ist das ja alles Kinderkacke hier. So, sehr schön. Konnte ich nur vergessen, dass die Attacke prozentualen Schaden macht. Weil das ist sehr wichtig an der Stelle. Eine sehr wichtige, weil nützliche Information. Egal. Ich hab's vergessen, es kann passieren. So, hier wollen wir jetzt nach unten erstmal. So. Und, nein, nicht hier nach unten. Oh ne, das war ja das, wo es hier irgendwo nochmal nach rechts abgeht. Das jetzt zu finden, das wird lustig. So, erstmal hier ein S2 drauf und dann den Schleicher noch angreifen, weil der dürfte überleben. Der Rest eher weniger. So, und ja, sage ich ja. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ah, das ist doch praktisch, dass wir schon bei S2 sind. Gefällt mir sehr gut. So, Yuffie auch nochmal eine Stufe aufgestiegen. Wunderbar.
Irgendwas wollte ich jetzt. Ach ja, genau, ich wollte mir hier einen Fingerzeiger kurz einschalten. So, okay. Ein Elfenring. Elfenring ist ein sehr schönes Zubehör. Anti-Gift und Anti-Dunkelheit. Beides in Kombination ist immer sehr schön. Werde es aber so jetzt erstmal lassen, weil das Gift stört mich nicht allzu sehr. Ja, wenn es irgendwann mal störend werden sollte, dann habe ich immer noch einen entsprechenden Zauber, mit dem ich das heilen kann. So, da ist nichts weiter. Okay. Wollte ich nur noch mal auf Nummer sicher gehen. Hallo, du Giespekter. Oh, dann haben wir gleich noch mal einen Stinger vor uns. Aber vor dem habe ich jetzt absolut keine Angst mehr, jetzt wo ich weiß, dass die Stichbombe prozentualen Schaden macht. Ich komme immer noch nicht ganz drauf klar, dass ich das vergessen konnte, aber naja. So. Okay, dann mal hoch hier. Hallo. Na? Ja, mach ruhig, ne? Greif ruhig weiter Yuffie an, kein Problem. Ach, da kommt schon die Stichbombe. Ich werde noch nicht gleich die Limit-Attacke mit Red machen. Einfach aufgrund der Tatsache, dass ich dadurch jetzt nochmal den Geschwindigkeitsboost in der ATB bekomme. Wow. Warn dich. Oh, du blödes Mistvieh. Ich habe gerade die Heilung eingesetzt. Warum greifst du Red jetzt zweimal an? Krieg doch's Kotzen. Na gut, dann können wir auch gleich mal den Wiederbelebungszauber nutzen. Könnt ihr den auch gleich mal sehen. Aber erst den Klingenstrahl. So. Ich hoffe, das überlebt er noch. Bin mir jetzt gerade nicht sicher. Nee, überlebt er nicht. Okay, Red kriegt jetzt gerade mal keine Erfahrung. Sorry. Ich hatte nicht ganz, ja, nicht ganz mitgerechnet, sage ich mal, wie viel Schaden ich schon gemacht habe. Kann passieren. So, dafür werden wir jetzt aber auch eine Phoenix-Feder verwenden und kein Zauber. Aber trotzdem schon mal ein Äther auf Yuffie, weil gerade die 100 MP passen. So. Alle drei einmal hochgeheilt. Dann geht's hier irgendwo. Genau. Links rein zu der Kiste. Turbo-Ether, sehr schön. Heilt 500 MP. Statt nur 100. Dieser Krieg ist ganz alleine dieser Krieger ist ganz alleine durch die Höhle gegangen, hat Angreifer einen nach dem anderen bekämpft. Super, dieser Krieger. Dieser Krieger. Wir sind fast da. Wie er ihm die Frage nicht beantworten will. Naja. Kann's gehen. Hallo. Na, du siehst sehr interessant aus. Du Grinsefratze. Was ist das? Opa ist fair. Nach dem Tod, die Geister der Gi, die stickige Luft. Das nicht möglich. Das ist scheinbar doch ganz gut möglich. Unser nächster Bosskampf. Yay. Gegen, ja, zwei Seelenfeuer und na, den Ginatak. So, der ist gegen alles ziemlich immun. Und der sendet seine kleinen Flammen in die Charaktere rein und die setzen dann Feuer 2 auf sich selbst ein. Nicht ganz so schön. So, erstmal einen geölten Blitz von Yuffie, um da schon mal ordentlich Schaden reinzudrücken.
Und dann kommt von ihren Eis 2 auf alle. Um zu versuchen, das eine Feuer zu zerstören. Bin mir jetzt nicht sicher, ob das überhaupt schon möglich ist. Ich versuche es einfach mal. Wobei, ich mache jetzt erstmal ein Erkennen auf den Ginatak. Oh, Rohr ist nicht so schön. Rohr zieht mir Leben ab und heilt ihn um den gleichen Betrag. So. Na gut, dann greifen wir weiter den Ginatak an, weil die kleinen Flammen sind an sich scheißegal. Jo, ist gut. Mach ruhig. So, Ace 2. Ah, die Flamme hat's überlebt, schade. Und jetzt brauche ich auch erstmal Heilung auf Cloud. Alles andere ist schlecht. So, Red ist erstmal vor den Feuerattacken geschützt. Deswegen habe ich ihm den Feuerring gegeben. Und auch drauf gelassen. Er ist schwach gegenüber heilige Kraft. Ich denke aber nicht, dass mir das irgendwas bringen wird. Oh, das ist gut. Das ist gut, dass du jetzt in Red drin steckst. Die blöde Flamme. Weil da kannst du eh nichts ausrichten. Ja, Cloud wird jetzt eh geheilt, das ist mir auch egal. Und die Limitleiste steigt dadurch ganz gut an. Das ist alles in Ordnung. Da passiert noch nichts. So, Shiva werde ich noch nicht einsetzen. Das lohnt noch nicht. Und gegen den Ginatak werde ich jetzt erstmal weiter ganz normal angreifen, weil er hat eh keine elementaren Schwächen, außer heilig. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, gelten Heilzauber hier leider nicht als heilig. So wie es ansonsten ist in Final Fantasy Games. Von daher kann ich eh nicht viel machen. So. Okay. Feuer 2, ach ja, geht jetzt auf Nanaki, das ist mir egal. Ich hoffe ja, dass der, dass die Heilung durchkommt, bevor, okay, wollte gerade sagen, bevor die Flamme nochmal Cloud angreift. Und ja, kommt durch, weil die Flamme ist jetzt nicht in Cloud drin. So, sehr schön. Dann kommt jetzt ein Klingenstrahl und jetzt einmal Shiva. In der Hoffnung, dass ich damit jetzt die eine Flamme zerstöre. Ich glaube es zwar irgendwo nicht, aber hey, man kann es versuchen. So. Jedenfalls ist das ein Bosskampf, bei dem man schon ein bisschen taktieren muss. Endlich mal. Es geht so langsam los damit. Ja, weil eben die... die beiden Flammen doch arg nerven. So, die heilt sich jetzt natürlich wieder. Der hat noch 2500, okay. Das soll mir gerade egal sein. Ich will nach Möglichkeit erstmal hier die Flamme zerstören. Wenn das überhaupt geht, das weiß ich gar nicht. Ich glaube, ich habe das nie versucht. Mein letztes Durchspiel von Final Fantasy VII ist auch schon so ein bisschen was her. Naja. So, na dann. Gib ihm. Okay, scheinbar ist die Flamme nicht zerstörbar oder hat so viel Leben, dass es sich nicht lohnt, es weiter zu versuchen. Ich werde hier noch einen Eiszauber auf alle setzen, weil ob ich den jetzt Single-Target nutze oder nicht, ist ziemlich egal. Hallo? Dankeschön. Okay, prima abgefangen. Super. Nicht gut. So, na dann. Werden wir die Flamme weiter ignorieren, die sich eh immer wieder hochheilt. Und den Ginatak angreifen. Was viel nützlicher ist. Denn das ist ja auch unser Bossgegner. So, hier nochmal eine Heilung auf alle. Aber diesmal wirklich auf alle. Und nicht wie bisher immer Single-Target.
So, dass die Flammen sich ständig selber heilen und das so lange dauert, das nervt ein bisschen. Aber was soll's. Man kann eben doch nicht alles haben. Nicht wahr? Ansonsten läuft's doch ganz gut. So. Okay. Knapp über 1000 HP. Das kriegen wir ziemlich schnell weg. Ja, Übernahme auf... Oh, auf Yuffie. Das ist nicht mehr ganz so schön. Yuffie hat immerhin am wenigsten Leben von uns allen. Naja. Leistrom. Dadurch steigt die Limitleiste jetzt ganz gut. Weil das ja eine Attacke ist, die Cloud nicht abblocken kann. Kommt ja immerhin aus ihrem Inneren. Im Innersten. Klingt irgendwie falsch. Egal. So, Cloud greift weiter den Ginatak an, genauso wie Nanaki. Und Yuffie heilt dann erstmal die Gruppe wieder. Nachdem sie erstmal wieder selber Feuerschaden genommen hat. Also Feuer 2 Schaden. Dö. Ein Unfug. Naja. Dann kommt die Heilung, danach dann gleich ein geölter Blitz. Und dann sollte es das auch gewesen sein. Ja, das ist es dann. Weil die knapp 400 Schaden, die macht sie definitiv. Da habe ich keinen Zweifel dran. Wusch. Sag ich ja. Nicht nur knapp 400, sondern sogar 600. Das ist sehr schön. Damit haben wir den Ginatak besiegt. Yay. Er gibt auch nochmal ordentlich Erfahrungspunkte. Und ordentlich AP. 150 AP, meine Fresse. Und den Omni-Stab für Aerith. Den wir auch nicht nutzen werden. Danke, Cloud. Wegen dir haben wir überlebt. Na, eigentlich wegen Yuffie. Die hat den letzten Schlag gemacht, aber hey. Nanaki, du bist auch stark geworden. Oh ja. Jetzt weiß ich, dass es kein Fehler war, dich hierher zu bringen. Komm, ich will dir was zeigen. Dort drüben. Okay. Wir nehmen noch die Substanz Schwerkraft auf dem Weg mit. Und gehen dann mal weiter. Schauen uns das mal an. Das ist... Der Krieger, der gegen die Gi kämpfte, er ließ keinen durch in den Cosmo Canyon. Aber er konnte nie wieder zur Stadt zurückgehen. Schau, Nanaki, schau deinen Vater an, den Krieger Seto. Seto? Seto kämpfte weiter gegen den Stamm der Gi, um diesen Canyon zu schützen. Selbst nachdem die vergifteten Pfeile der Gis seinen Körper in Stein verwandelten. Der Gi? Also ganz ehrlich, da würde ich kein Plural-S ransetzen. Egal. Selbst nachdem sie alle geflohen waren, beschützte Seto uns weiterhin. Und ja, ich sage Seto und nicht Seto. Weiß nicht, Seto passt nicht zu Nanakis Vater. Nee. Und er beschützt uns noch immer. Noch immer. Du dachtest, er sei ein Feigling gewesen, der wegrannte. Er allein riskierte sein Leben, um Cosmo Canyon zu schützen. Das ist dein Vater, Seto. Das ist Seto?
Wusste meine Mutter das? Sie wusste es. Beide nahmen mir das Versprechen ab, diese Höhle verschlossen zu lassen. Sie baten mich, sie selbst zu versiegeln und keiner Menschenseele etwas davon zu erzählen. Sie sagten, wir sollten die Existenz dieser Höhle vergessen. Cloud, könntest du uns alleine lassen? Na klar. Komm, Yuffie, wir gehen. Yuffie. Anaki, ich möchte, dass du deine Reise mit Cloud und den anderen fortsetzt. Opa! Hör zu, Nanaki. Cloud sagt, sie versuchen, den Planeten zu retten. Im Ernst, ich glaube nicht, dass das möglich ist. Selbst wenn sie jeden Reaktor auf diesem Planeten ausschalten, wird das Unvermeidliche doch nur hinausgezögert. Selbst wenn sie Sephiroth stoppen, wird alles zugrunde gehen. Aber Nanaki, ich habe in letzter Zeit nachgedacht. Ach nee. Ich dachte, wenn da irgendetwas wäre, was wir tun könnten, als Teil des Planeten, etwas um einem Planeten in Not zu helfen, egal was passiert, sollten wir es nicht wenigstens versuchen? Oder hoffe ich nur gegen besseres Wissen? Ich bin zu alt, um etwas zu tun. Dieses Jahr werde ich 130. Darum musst du mit ihnen gehen, Nanaki, um meinetwillen. Opa! Ich wollte dir deinen richtigen Vater zeigen, bevor du gehst. Ich bin so froh, dass du zurückgekommen bist, solange ich noch lebte und dir dies zeigen konnte. Opa, red nicht so! Ich möchte nicht über ein Leben ohne dich denken. Ohne dich. Nun, ich hatte ein langes Leben. Opa, du musst leben. Werden wir mich darum kümmern. Werden sehen, was mit dem Planeten geschieht. Und dann komme ich zurück und erzähle dir alles. Anaki. Ich bin Anaki vom Cosmo Canyon. Der Sohn des Kriegers Seto. Ich werde als Krieger zurückkommen, der diesem Namen Ehre macht. Also bitte, Opa. Das ist Zetus. Zeto. Zeto, Vater? Ich finde diese Stelle immer wieder wunderschön und irgendwo traurig zugleich. Naja. Wie auch immer. Der Buggy ist repariert. Ja, also wir können gehen. Sollen wir losgehen? Das ist es also! Red 13! So geht's manchmal. Bist manchmal ganz nützlich. Klang irgendwie merkwürdig. Egal. So, wir sehen, die Charaktere, die nicht in der Gruppe sind, leveln auch ein bisschen mit. Nicht ganz so stark wie die, die in der Gruppe sind.
Aber nichtsdestotrotz wird mitgelevelt, was ich sehr praktisch finde. Deswegen macht es auch nichts, dass ich Tifa jetzt eine Zeit lang nicht mitnehme. Aber ich will mit Yuffie zunächst zumindest ihre zweite Limit-Ebene erreichen. Und dann sehen wir weiter. So, ich werde jetzt hier nochmal speichern gehen. Yep. Na, kommst du wohl. So. Meine Fresse. Gibt's ja nicht. So, gut. Aber ansonsten, die Folge ist lang genug. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.